Einen schönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich. Ich habe mich auf euch zwei Männer heute gefreut. Ja. Und auf die Naja, Menge. es ist schon, ja, ne? Also. Genau, die Freude liegt auch ganz bei mir. Ja, und ich freue mich auf das spannende Gespräch. Meinst du, es wird spannend? Ja, auf jeden Fall. Oh, gucken wir mal, was wir zusammentragen. Also, wir sehen uns ja übermorgen schon dann. Tatsächlich in Kirchheim, freue ich mich auch drauf, gibt eine schöne Zeit. Und da machst du ja, Susanne, den Krieg auf die Lichtkräfte, hast du thematisiert. Ja, es klingt ein bisschen sperrig, aber ich versuche ja immer wieder das Positive dann dabei zu sehen, ne? Ich hätte jetzt eher gesagt, es geht so runter wie Öl. Das könnte auch so ein Hollywood, ein UFA oder DEFA-Klassiker sein, Krieg auf die Lichtkräfte. Nein? Nee, nee, das kommt jetzt von mir. Das, ja. Lasst euch mal überraschen. Und Lukas hat dann die Vision einer neuen Erde als Vortragsthema. Ganz genau. Also wobei es jetzt nicht nur um die Vision der neuen Erde geht, sondern auch so ein paar psychologische Dinge, also beziehungsweise Dinge, mit denen wir aktuell konfrontiert sind und dann ja verschiedene mögliche Rückschlüsse auf das, wie man es besser machen könnte. Da höre ich da so Anklänge tatsächlich schon raus rüber zur Susanne, dass das ineinander passt. Also wir haben uns da nicht Nee. abgesprochen. Vielleicht fügt sich das aber Das spontan hört sich dann. für mich nach an, weißt du, so, sie hat so Krieg auf die Lichtkräfte, du aktuelle psychologische Sachen, Nachtigallik hört ihr trapsen. Das könnte schon, ja, da. Und ja, gut, und ich komme dann noch mit Deutsche Seele hinterher, Teil 3, Begegnung. Das wird sehr intim auch, ja, denke ich mir. Ja, aber das Gut. kann doch klasse werden, Frank, weißt du, weil ja jeder Ähnliches sich anguckt von einer anderen Perspektive. Weißt du, das ist wie wenn du den Berg dreidimensional von mehreren Seiten beleuchtest. Und das kann durchaus auch spannend sein und befruchtend, ne? Ja, genau das fällt mir immer wieder auf bei verschiedenen Alternativen. Ne? Wir beackern zwar ein Thema, aber jeder hat seinen Schlenker, seine Betrachtungsweise drin. Und ich habe manchmal den Eindruck, manchmal ergänzt sich das sehr schön zu einem stimmigen ganzen Bild. Ja, Das ist dann ja. wertvoll, gell? Ja, Das und sehe wir ich wollen, ja auch ja. als, Frank, das sehe ich ja auch als diese große, den Vorzug, dass wir uns getroffen haben. Ja, ich meine, der Lukas weiß es ja. Ich wimmel ganz viele Leute ab von, mit Interviews, weil ich einfach sage, es muss stimmig sein, es muss von der Frequenz passen. Und bei euch habe ich eben das Gefühl, dass wir das ähnliche Thema tangieren, aber halt mit einer also anderen Herangehensweise ein bisschen. Ich mache es mittlerweile genauso, Susanne. Es werden viele abgewimmelt, sage ich jetzt auch mal ganz frei. Und mir geht es sehr viel um Verlässlichkeit, um Loyalität, um Integrität und mehrere solcher Eigenarten, die ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Ja, und da bleiben einige auf der Strecke, so ist es eben, ja. Naja, schau mal, das war ja vorauszusehen, dass irgendwann auch mal die Entscheidung für uns kommt, zu welchen Werten bekennen wir uns. Ja. Ja, also wenn ich jetzt nur die Reichweite im Augenmerk habe oder Klickzahlen, klar, dann kann ich mich inflationär streuen und mache 1000 Interviews und klar, dann wäre ich bekannter. Aber ich denke, es ist einfach auch vom Ethischen her jetzt auch wichtig, das vorzuleben, dass man bestimmten Werten treu bleibt. Und da hast du jetzt ein schönes Stichwort drin, Werten treu bleiben. Weil dann brauchen wir ja Werte, die es schon mal gab oder alte Werte oder so etwas. Und da sind wir heute mit unserem Sendungsthema gar nicht so schlecht dabei, eher gut. Wir wollen ja nochmal die deutsche Seele aufgreifen, Deutschtum aufgreifen. Es führen sehr viele mittlerweile im Munde, ja. Viele beginnen es auch zu leben, ja. Und wir wollten es heute auch ein wenig beackern. Habt ihr schon Wunschunterthemen mitgebracht, was ihr da behandelt Vielleicht werden darf ich wollt? sogar mal da nochmal reingrätschen, Frank, weil das gerade wichtig ist, was du sagst, weil du hast erwähnt, dass es ganz viele Leute gibt, die jetzt dieses Thema
sich rangreifen. Ich glaube, da sind aber auch viele dabei, die jetzt auf den neuen Dampfer draufhüpfen, weil es wird zum Trend. Ja, also einerseits macht mich das sehr fröhlich, weil dieser Trend ist ja beachtlich. Das heißt, wir gehen da in eine Führungsposition rein und die anderen, die, weiß Gott, wenn man mal die letzten Jahre anguckt, ganz andere Team besetzt haben, ja, vollkommen konträr Team sogar, die setzen sich jetzt als Matrosen oder manche wollen ja auch Kapitäne sein, ja, setzen sich jetzt auf das neue Boot mit drauf. Und das gilt es jetzt auch ein bisschen zu differenzieren. Also da möchte ich schon auch dem Publikum so ein bisschen den Mut geben, guckt genau drauf, wo ist es stimmig, wo sagt euer Herz, ja, die leben das oder ne, das ist ehrlich oder ist es eher so ein Matrose, der gerade aufsprengt? Ja, Ihr du wisst, was sprichst ich auf jeden meine, oder? Fall, ja, auf jeden Fall, da sprichst du auch was ganz, ganz Wichtiges an, gerade wo du sagst, es kommt jetzt so ein neuer Trend. Ja, also uns wird jetzt mit aller Gewalt etwas vorgeführt, wie es nicht funktionieren kann. Und die Konsequenz dazu ist eben dieser Trend, den wir jetzt sehen. Und immer wenn große Trends entstehen, bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr skeptisch und schaue genau hin. Wie wird dieser Trend dann wieder aufgegriffen? Von wem wird der aufgegriffen und in welche Richtung wird der möglicherweise dann auch wieder gelenkt? Ja, also, weil, ja, spätestens seit Hegel kennen wir ja im Prinzip so das Konzept der kontrollierten Opposition. Und ja, das ist halt eins der großen Themen, die uns jetzt eigentlich in der nächsten Zeit beschäftigen wird. So, also was weiß ich so, die Grünen machen und so weiter, damit beschäftige ich mich eigentlich schon gar nicht mehr. Also mein Augenmerk ist tatsächlich schon sehr darauf, ja, was könnte denn jetzt da als Opposition sozusagen kommen und in welche Richtung könnte es da gehen? Und ja, wo muss man da besonders aufpassen, dass man da nicht möglicherweise in eine Honigfalle tappt? Das ist Ah ja, spannend, du was du also an da. der Riesentakelage, ne? Das sind ja diese trojanischen Pferde und wer da die buntesten Flaggen gerade aufsetzt, muss man ganz klar sagen, der hat es auch sehr nötig. Ich gebe da mal ein Beispiel, Lukas oder Frank, vielleicht habt ihr das auch ein bisschen mitverfolgt. Es sind ja jetzt viele, die unglaublich auf spirituell machen, wo man sagt, die waren ja sehr grobglötzig die letzten Jahre unterwegs und jetzt auf einmal haben sie alle spirituelle Weisungen aus der geistigen Welt und was habe ich neulich jetzt ein paar Mal gesehen? Ja, alle haben sie jetzt Nahtoderlebnisse, das ist der neueste Gag. Alle erzählen sie jetzt gerade, ja, also sie haben ja schon immer in der geistigen Welt Verbindung, weil sie eine schwere Kindheit hatten oder eine Krankheit oder weil sie fast scheintot waren, ja? Also ich verfolge das schon ein bisschen, nicht weil ich jetzt neidisch bin oder irgendwo Konkurrenz, Ist schon klar, du sondern benennst es nur, ist, du benennst nur. ja, es ist ein Panoptikum. Du kannst da unglaublich tolle, spannende Sachen erleben gerade. Ich will da einiges zu sagen, das ist spannend. Der Lukas sagte eben quasi, er hat mitverfolgt, wie dieser Trend, sagen wir mal, Deutschtum wird jetzt ein Trend, damit hattest du angefangen. Dann hat Lukas gesagt, ja, er ist da so im Hegelschen Sinn immer besonders vorsichtig, weil das könnte ja im Vornherein geplant und eingetütet sein. Da möchte ich jetzt nochmal ansetzen, ein paar Sachen dazu sagen. Einmal aus der geistigen Sicht, mit geistigen Kräften oder Energien haben wir tatsächlich dieses Gummizugprinzip, sage ich mal. Je mehr du in eine Richtung eine Kraft bewegst, umso mehr förderst du die Gegenkräfte. Das wäre auch das QAnon-Prinzip, ne? Du quälst die Leute so lange mit Sichtweisen, bis sie bereit sind, hinzuschauen, aufzuwachen. Der Tucker Carlson, Deutschtum, sagte die Tage genau das: Die Deutschen werden aufwachen. Wir sehen auch da wieder aus Amerika drüben diese Kräfte, die offensichtlich da dran sind, dass man hier das Deutsche jetzt in eine neue geistige Zeit oder Qualität führt. Und drittens und das Letzte damit, und damit verweise ich dann auf MK-Ultra und so weiter Projekte, fiel mir ein, bei einem Kind in der Schule, das geprügelt wurde. Ja, also es war in dem Fall, war es ein weißes Kind, es standen fünf, sechs farbige Kinder drumrum, haben da drauf geprügelt, haben es beschimpft als dumm Ariman oder sowas, keine Ahnung. Und als ich das Video schaute, war das mir auch sofort gewahr, welche Kraft wird hier geschürt? Wenn der Bub wird groß. Deutschnationale Kräfte, das geht ja genau in die andere Richtung weg.
Ja, also das wäre jetzt mal meine Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu dem, was ihr da eröffnet. Genau. Also man sieht da in den Medien eigentlich auch noch ganz andere Beispiele. Also zum einen hatten wir jetzt gerade hier in Hessen jetzt vor kurzem so dieses kontrovers diskutierte Eritrea-Festival, wo zum Beispiel auch von den Medien dazu aufgerufen wurde, dass die Einwohner der Stadt Gießens am besten nicht das Haus verlassen sollten, beziehungsweise die Innenstädte meiden sollten. Also das muss man sich mal vorstellen. Also natürlich kann man das jetzt erstmal so sehen. Also erstmal platt, wie man das jetzt so die letzten Jahre gesehen hat, aber natürlich geht damit ja auch eine Suggestion einher. So kann es bei uns nicht weitergehen. Ja, also es ist eine Suggestion, die auch von den Medien aus meines Erachtens nach gezielt auch verbreitet wird. Dann haben wir natürlich jetzt auch so diese ganze eskalierende Gewalt in den Schwimmbädern jetzt in den letzten Monaten gehabt. Und auch da ist plötzlich ein neuer Tonfall, also auch in den Mainstream-Medien. Ja, also vor einigen Monaten hätte man noch nicht das Wort Migrationshintergrund und so weiter von den Seiten der Medien aus in den Mund genommen. Und jetzt wird da schon plötzlich eine andere Sprache gesprochen. Ja, also was für mich ganz klar darauf hindeutet, dass da möglicherweise halt auch mit bestimmten Kräften, mit bestimmten Energien gespielt wird aktuell. Ja, das kann schon sein, Lukas. Aber guck mal, da geht ja dann auch wieder die Schere auf. Du kannst jetzt, also jetzt denk mal böse, ja? Also wie so ein böser Finger. Das wird jetzt hier gezeigt, dieses Konträre, dieses große Unrecht. Es wäre jetzt primär, also wenn ich jetzt dunkle Lüger wäre, mein Ansinnen, den anderen in die Provokation zu treiben, den so lang zu piesacken mit Bildern, mit Szenen, dass der die Kontrolle verliert. Weißt du? Und das haben wir ja oft auch in narzisstisch-psychopathischen Kleinkonstellationen, in Firmen oder auch in Partnerschaften. Wenn dann der Partner oder der Gemobbte oder sonst was ausflippt, weil einfach der Deckel dicht ist, ja, weil dem sein Dampftopf quasi platzt irgendwann, dann kann man hergehen, kann sagen, guck's an, die Böse oder den Bösen oder schau das, schau an, jetzt wir wissen, die Deutschen, guck mal, wie sie aggressiv sind, ja? Also das kann auch eine Falle sein, einerseits, die da forciert wird. Aber ich sehe hier trotzdem eine Wegbiegung, weil, jetzt zitiere ich wieder diesen ausgelutschten Mephisto-Vers da mit dem, ich bin die böse Kraft, Immer bla bla wieder. bla, die das Gute und, ne? Ich glaube nicht, dass ein Deutscher jetzt rein von der Mentalität, und das immer wieder bei Seele, dass der sich so leicht provozieren lässt. Wir sind keine Franzosen, wir haben keine französische Revolution abgefackelt. Und ich glaube, dass da etwas entstehen kann, was eine wahrhaftige Größe ist, ja, ein Aufstehen, ins Selbstbewusstsein kommen. Ja, weil ich lerne, mich abzugrenzen oder in die Stärke kommen kann dadurch jetzt. Ne, das haben wir oft in kleinen Konstellationen auch. Da kommt irgendwann eine Schmerzgrenze. Ein Psychopath-Narzisst versucht zum Beispiel den anderen so lang zu provozieren, bis aufs Blut. Ja, damit er sagen kann, du bist böse, du musst jetzt bestraft werden, du bist schuld. Aber der springende Punkt ist, dass das Opfer meistens in einer Schmerzsituation oder dann, wenn es an der Wand steht, ja, irgendwann dann sagt, so, jetzt reicht's, jetzt geht's um mein Leben, um meine Existenz und ich muss jetzt was tun. Und ab da fängt dann meistens ein sehr konstruktiver Weg an. Ja, aber du sagst ja im Prinzip, dass die Leute zur Handlung gezwungen wird, ist dann Ziel letzten Endes dieser Provokation. Aber wie? Wir wissen es nicht, aber Ja. ich kann ja nur davon ausgehen, wenn das da drüben jetzt nicht unbedingt eine förderliche Kraft ist, die es nicht immer unbedingt gut mit uns meint, können wir schon davon ausgehen, dass hier manipuliert wird, damit die Leute ausrasten. Also damit man sagen kann, da haben wir es wieder. Wir haben es vor 80 Jahren gehabt, jetzt haben wir sie wieder, die Kandidaten, die ausflippen oder Genau. die böse sind oder aggressiv werden. Ja, letzten Endes findet da sogar eine mehrdimensionale Provokation statt. Ja, also die einen fühlen sich provoziert, dass sie in ihrem eigenen Land sozusagen nicht mehr der Herr sind oder nicht mehr bestimmte Orte besuchen können. Die anderen fühlen sich möglicherweise provoziert, weil sie das, was da berichtet wird, als rassistisch empfinden. Andere fühlen sich wieder aus anderen Grundgründen provoziert. Ja, also es ist
schon sehr facettenreich und sehr mehrdimensional aufgebaut. Also deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das Ganze so insgesamt zu durchschauen. Aber da verlasse ich mich auf diese göttliche Instanz. Guck mal, das ist wie wenn du einen Sturm ja, so einen Getreidehaufen schickst, ja, diese berühmten Spreu-Weizen-Geschichten. Wenn du da reinbläst, wird es Körner geben, die liegen bleiben, weil sie Gewichtung haben, weil sie dicht sind, weil sie fruchtbar sind. Und das andere Zeug haut's weg. Ja. Ich denke da an den Kladni gerade, wo du so schön von deinen Getreidekörnern sprichst, ja. Hast du ja beim Kladni hast du immer so Geigen, ne, die über Metallplatten streichen und aufgrund der Frequenz, Töne und Vibration der Platte ordnen sich ja die Körner an, Richtig. ja. Und ich finde das ein schönes, also einmal ist es ein Wunder, was wir da sehen. Zum Zweiten finde ich es ein schönes Gleichnis jetzt mit deinen Getreidekörnern, was da als Sturm oder als göttlicher Sturm oder als perfekter Sturm, wäre auch eine Wortabwandlung dazu, herkommt, hat nachher eine Form oder eine Funktion oder war bedacht. Also ich teile da schon auch, ich halte sehr viel davon, wie du es auch immer machst, diese individuellen Betrachtungsweisen, Soziopathen, Narzissten dann auf das Kollektive zu übertragen, ja, auch wenn die Summe mehr ist, wenn das große Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, das funktioniert. Und ich meine auch zu erkennen, dass wir Hintergrundkräfte haben, die hier steuern. Und da habe ich auch so eine Tonverschiebung schon wahrgenommen, wie der Lukas die angedeutet hat, hin zu so Nationalen, es wird wieder mehr gestattet. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, um ganz kurz ein politisches Bild da reinzubringen, dass es bei diesen Hintergrundkräften, Stichwort polare Welt, Kräfte eben gibt, die sich eine Welt mit souveränen Staaten und Einzigartigkeiten vorstellen. Wir sehen, was in Afrika momentan passiert. Wie gesagt, ich will nicht zu politisch werden, aber auch da die Resouveränisierung von Staaten, Entkolonialisierung, wenn das für Deutschland auch vorgesehen wäre. Wenn das für Deutschland, könnte ich mir gut denken. Mein Mindestes ist immer, dass es Kräfte gibt, die wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl die AfD, das habe ich schon länger gesagt, als Regierungspartei nach vorne hieven wollen. Aber das ist nur eine meiner langjährigen Theorien. Es würde passen auf dieses Pendelprinzip, ja. Ja. Genau, Weiß also man jetzt ziemlich viel. auch was die AfD jetzt zum Beispiel angeht, meine ich da auch einen Unterschied im Tonfall langsam wahrnehmen zu können. Also die Umfragewerte für die AfD steigen immer weiter und so fort. Also ja, das ist eigentlich auch auf allen Medien ganz klar sichtbar. Ja, aber natürlich, also ich finde auch Susannes Betrachtungsweise da sehr, sehr interessant. Mir fällt da auch noch ein anderes Gleichnis ein, und zwar von Jesus das Gleichnis auf dem Boot. Ja, also die ganzen Jünger, also Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Boot und es stürmt draußen und so weiter. Und die Jünger wenden sich dann an Jesus, was sollen wir tun? Und suchen ihn und er schläft einfach. Ja, das ist auch so ein sehr schönes Beispiel. Also draußen tobt ein Sturm und er schläft letzten Endes einfach, ne? Und ja, sie Dann machen ihn war dann Jesus wach. wohl Deutscher, oder? Genau, er ist sozusagen ganz in sich gekehrt, lässt alles draußen rum einfach geschehen und lässt sich davon nicht beeindrucken und sagt dem Sturm dann letzten Endes dann auch mit einem Wort, ja, hör auf oder beruhig dich und dann hört der Sturm letzten Endes auf. Also er zerstört letzten Endes die Illusion durch seine Worte. Da ist doch aber auch irgendwo die Stelle dabei, wo er da jemand, der da so Angst hat, sagt, du musst glauben, oder? Dann kannst du quasi übers Wasser laufen. War das nicht da in der Passage mit drin? Also wo auch nochmal appelliert, also an die Zuversicht, an den Glauben. Und der Glaube, also ich glaube, dass vieles in der Bibel eh eine Metaphorik hat, sind ja oft, ich glaube nicht, dass viele Sachen wirklich so passiert sind. Aber es ist eine klasse Metaphorik. Du kannst selbst die irdischen Gesetzmäßigkeiten überwinden, wenn du in einem tiefen Vertrauen bist, dass Dinge so geschehen, wie sie geschehen müssen. Und das ist, glaube ich, das auch, was gerade passiert. Und weil viele sagen, ja, die ganzen komischen Empathen und Zeug und schau, wie sie sich wieder zurückziehen und in die Natur gehen und bla bla bla, ja. Ich glaube, also ich meine, wir dürfen uns nicht ewig in die Höhle zurückziehen, schon klar. Das ist ja nur wie Ebbe Flut, also ein kurzer Rückzug zur Resilienz auch, ja. Aber genau in diesem Rückzug liegt ja die Kraft.
Genau, Oder im vielleicht Auge darf des ich. Sturms zu sein, letzten Endes. So, also das Ganze zu beobachten und sich aber nicht mit reinziehen zu lassen. Ja, also Ja, genau. stark. Natürlich muss man auch reagieren, hier und da mal auf das, was passiert, aber dass man halt wirklich bei sich bleibt und sich da halt nicht emotional halt, ja, gegen jemanden aufhetzen lässt und so weiter. Ja, oder sich auch überall beteiligt, sich überall reingibt in diese ganzen Diskussionen oder gar Missionierereien, weil du dann deine Kraft ja verlierst dadurch. Du machst ja genau das, was im Grunde genommen in der Situation falsch ist. Es ist auch ein Trend. Jetzt eigentlich wollten wir über das Deutsche reden, aber ich werde es mal los. Ein Trend im letzten 1,5 Jahren in der Alternativszene geworden. Unglaublich mit sich selbst beschäftigt und jeder dreht ständige Antwortvideos auf den anderen und man suhlt sich so ständig in den eigenen Energien und verliert darüber mehr und mehr den Blick nach außen. Das, was man eigentlich wollte, warum man irgendwann angetreten ist, immer zu schauen, zu dokumentieren, andere Perspektiven. Und dann ist man in irgendwelchen Kämpfen dann dauernd verflochten. Ja, und damit ist die Energie, du sagst es ganz richtig, Susanne, ist dann komplett weg, ne? Die Ja, das ist verpufft wie wenn du, im Gegeneinander. das ist, weißt du, das ist wichtig, was du sagst, Frank. Das ist wie wenn du schwimmen willst und verzurrst dich unten mit den Füßen in irgendwelchen Fischernetzen, ja, die da ausgespannt sind. Und dann säufst du da ab in dem Ganzen. Und diese Schlammschlachten, ich meine, hier hat es ja viel jetzt gerade auch in den Alternativkanälen oder selbst auf YouTube, überall siehst du, dass die da gegeneinander losgehen, ja. Also das ist nicht unbedingt Sinn oder zielführend. Ja, richtig heißes Programm. Was ist für euch Deutsch? Du warst es, Susanne. Du kamst in die Sendung rein, gell, und hast gesagt, deutsche Pünktlichkeit oder war es der Lukas? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich habe das gesagt. Du hast es gesagt, ja. Als Ja. Susanne reinkam. Ich Ja. glaube, So war es, ja, ja. so war es. So 2 Minuten vorher, deutsche Pünktlichkeit. So, batsch. Genau Genau. auf Punkt da. Was ist für euch Deutsch? Was ist für euch Deutsch? Ja, Susanne, möchtest du anfangen? Naja, ich kann mich vielleicht da beziehen damals. Ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen hatte ich mal eine große Umfrage da, wo ich dann gefragt habe, was ist denn für euch Deutsch? Ja, Ah, was guck. sind denn für euch Tugenden? Und dann bin ich ja geflutet worden von Antworten. Ich habe gedacht, oh, jetzt bist du abgeschossen. Allein deutsche Seele und deutsche Tugenden, pass auf, ziehst du lieber deinen Kopf wieder aus dem Marionettentheater raus, ja. Und dann kam fast, also ich möchte jetzt nicht übertreiben, 99, bla bla, positivste Schreiben, ich bin erschlagen worden mit Briefen, mit Mails. Die Leute haben Bücher mit deutscher Seele, alte Buchbücher, Ausgaben geschickt und rührende Stories und Fotos und haben erzählt. Also da war so viel Berührung und so viel Positives, was sie benannt haben. Ja, das Das hat ja. ist seltsam. Ich habe das bei meinem Vortrag jetzt auch festgestellt. Guck mal, der ist dreiteilig und ich mache ihn jetzt über ein Dreivierteljahr ungefähr, sagen wir mal. Aber die Energie hat sich geändert in dem Sinne, dass die Leute offener sind. Was ist da passiert? Du redest das ja auch. Also darauf verlasse ich mich noch am meisten, was ich an den Energien spüre. Und da bin ich bei dir, die hat sich geändert und zwar hinzu, man ist jetzt offener für das alte Deutsche, man getraut sich auch wieder mehr. Das hast du auch drin gehabt in deinen. Ja, kann ich befürworten. Kann ich befürworten. Erlebe ich auch so. Wir werden es wahrscheinlich am Samstag auch erleben. Beim letzten Mal sind die Leute, ich habe es gesagt, sitzen geblieben. Die sind sitzen geblieben, die wollten nicht weg. Du hast jetzt ein Fass aufgemacht, ich fühle das in mir, ich möchte jetzt hier mich mit den anderen darüber auftauchen. Und das war das erste Mal so, ja. Ja, also so das, was das Deutsche besonders ausmacht, also das habe ich persönlich ironischerweise während meinen 3,5 Jahren Aufenthalt in Irland am stärksten erlebt. Ja, also einmal war es zum Beispiel sehr auffällig, als ich da auf Wohnungssuche war. Also normalerweise ist es in Irland zum Beispiel üblich, dass man vom Landlord, also das ist der Vermieter, dass man da ein Referenzschreiben von vorherigen Vermietern benötigt, bevor man irgendwo einziehen darf. So, weil ich aber deutsch war, hat das kein Vermieter von mir verlangt. Ja, also selbst die irischen Vermieter vertrauen einem Deutschen, was die Zahlungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit angeht, mehr als ihren eigenen Landsleuten letzten Endes, ne?
Und auch, also ich habe da in verschiedenen Unternehmen gearbeitet in Irland und habe mich dann so vorgestellt vom internationalen Team erstmal. Und da wurde man dann halt auch gefragt, ja, was macht man so, was hat man schon gemacht, wo kommt man her? Und mir war das tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt erstmal noch so ein bisschen, also ich fand das irgendwie komisch zu sagen, man ist deutsch, also zum damaligen Zeitpunkt. Und auch da war ich überrascht, wie positiv und wertschätzend da ja das Deutsche letzten Endes betrachtet wurde, was die Zuverlässigkeit angeht, auch was die Arbeitseffizienz angeht. Also man kann das auch irgendwo wieder kritisch sehen, warum das so ist, aber tatsächlich ist es so, dass in internationalen Konzernen in Irland auch eine höhere Leistung von deutschen Teams erwartet wird als von spanischen Teams oder von irischen Teams, englischen Teams, französischen Teams und so weiter. Ja, also das ist schon in der Firmenpolitik mit einkalkuliert, dass deutsche Teams da, dass da mehr Leistung erwartet wird. Ja, also kann man auch mal so mit zwei Augen betrachten. Dann die deutsche Pünktlichkeit. Also ja. Also auch das fand ich sehr interessant, wie mir das so gespiegelt wurde in Irland. Also wir haben uns dann danach der Arbeit halt des Öfteren getroffen mit, ja, auch da mit internationalen Kollegen. Also in Irland ist es ja so, dass sehr, sehr viele globale Konzerne dort ansässig sind, weil es da halt steuerliche Vergünstigungen gibt. Ja, und diese globalen Konzerne brauchen Mitarbeiter aus aller Welt. Ja, also da sind Franzosen, Polen, Brasilianer und eben halt auch Deutsche, ja. Wir waren dann halt abends des Öfteren in internationalen Teams weg und es hat sich dann sehr schnell herauskristallisiert, dass so die Abende meistens von den Deutschen organisiert wurde und dass die Deutschen auch immer dann da letzten Endes erstmal alleine dastanden und man auf die anderen so 1, 2 Stunden warten musste, so. Also so, wir treffen uns um 6, das heißt für einen Spanier, ja, so um 6 mache ich mich dann mal so langsam fertig und ja, das hat erstmal für sehr viel Frust gesorgt, aber ja, gerade so in dieser Auslandserfahrung habe ich das halt sehr, sehr stark gespiegelt bekommen irgendwo, was es halt auch so heißt, deutsch zu sein und was da halt so die, ja, auch so die äußeren Erwartungen letzten Endes an die Deutschen sind. Also das deckt sich auch mit einer Erfahrung bei dieser Umfrage, die ich gemacht habe, was da passiert ist, dass mich viele auch aus dem Ausland angeschrieben haben und sehr liebevoll fast unterstützend uns darauf aufmerksam machen, was sie denn von uns halten. Und eben, wie du schon sagst, ne, die Arbeit, die Pünktlichkeit, aber auch, da sind oft Ausdrücke gefallen wie anständig, ehrlich, ja, Vertrauens, also man kann denen vertrauen, weil sie eigentlich über den Tisch ziehen. All diese Dinge sind gefallen, ja. Und vielleicht darf ich da auch noch was einwenden, weil mir das vorhin eingefallen ist, weil du eben sagst, Pünktlichkeit und so weiter. Ich bin dann bei meinen Recherchen dann auf einen Haufen Reportagen gestoßen. Ihr kennt ja die ganzen, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Quoks und wie sie alle heißen. Und da gab es auch Reportagen, da haben sie genau diese Tugenden, haben sie rausgepickt. Und also sie haben quasi die Leute auf der Straße gefragt, was sind denn die deutschen Tugenden? Und dann kam das, was ihr gerade sagt, oder du, Lukas. Und dann haben die wirklich, also sich akribisch Mühe gegeben, zu belegen, dass das doch nicht der Fall ist. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel. Pünktlichkeit. Dann hat diese May oder diese Vietnamesin, ich weiß gar nicht, wie die, ihr kennt die ja, glaube ich, diese bekannte Moderatorin. Dann hat sie gesagt, ja, die Deutschen können nicht pünktlich sein, weil guck die Deutsche Bahn an, ja? Und die Deutschen können auch nicht ordentlich sein, weil statistisch belegt 48 Minuten mit denen nur noch im Bad, die verbringen nur 48 Minuten im Bad. Oder ehrlich können sie auch nicht sein. Letzter Punkt noch. Ehrlich können sie auch nicht sein. Was haben sie damals gesagt? Ja, weil ich glaube, 20% sind in ihrem Leben mal schwarz gefahren in der Bahn. Ja, Das also ist wo den Leuten böse. eingetrichtert wird, Ja, dass da da müsste ich alles. unbedingt was zu sagen, weil ich erkenne daran so etwas wie eine bösartige Verkehrung der Dinge. Ich mache es mit einem anderen Beispiel. Du lernst den Leuten über Jahrzehnte Krimis zuschauen, Morde sich jeden Abend anzuschauen, filmst das ab. Desensibilisierst sie, machst den ganzen Kram immer brutaler, etc.
Und dann, nach 20, 30 Jahren Umerziehung und Zersetzung, dann lancierst du das Argument und sagst, was wollt ihr denn? Ihr wollt es doch sehen. 5 Millionen Zuschauer. Wir produzieren nur, was ihr wollt. So eine Verkehrung, so eine bösartige, und da merke ich wirklich, da geht mir die Galle bei sowas, wittere ich bei den Beispielen, die du da eben gesagt hast. Ja. Ich rege mich ab und nehme auch mal was aus dem Alltag, aus dem Ausland. Wir waren mal, ich habe einen Onkel in Amerika, in Florida unten, und wir waren 2010 mal bei ihm zu Besuch im Dezember. Naja, da war es halt warm, 20, 23 Grad. Der hat vor seinem Haus, hat er da irgendwie Wasser gehabt, ja, so Kanäle. Hatten wir nichts Besseres zu tun, als erstmal da rein zu hüpfen und zu schwimmen, ne? Da sind zwar so kleine Alligatoren, aber das macht ja jetzt auch nichts. Gut, sind wir da rumgeschwommen, da kam dann ein anderer vorbei mit seinem Boot. Und da zeigt er so auf uns. Und er sagte, was ist mit denen los? Und ein weiterer, im Boot Bekannter von meinem Onkel, der sagte, guckte nur hin, sagte, na ja, Germans zu Besuch. Und in dem, was er sagte, war unheimlich viel Respekt, Hochachtung drin, und es war so etwas wie, ah ja, die sind mit den Temperaturen hier abgehärtet, das macht denen nichts, die sind so, ja. Ah ja, Deutsche halt, kennst du doch, ja. Ja. Und da habe ich so zum ersten Mal mitbekommen, so Moment mal, da ist ja unglaublich viel Respekt drin, unheimlich viel Wertschätzung drin. Was geht denn hier, ja? Das mal dazu, ja, kann ich auch Ja, wir werden ja in der bestätigen. Blase gehalten, Frank. In so einer Blase, wo uns beigebracht wird, dass wir 1000 Defekte hätten, ne? Richtig. Ja. Und Das uns wird fand ja auch ich. antrainiert seit auch Zweiten Weltkrieg. Ich kenne ja selber die ganzen Details mit Architektur. Wie willst du glauben, Spiritualität entwickeln in diesen grauen Betonklötzen, was zum Beispiel die Kirchen oder Schulen oder Behörden? Das ist ja, da stirbt doch alles. Von Auch so ein deutscher Beispiel für Seele. diese Verkehrung. Das ist geil. Das ist das, was sagst du. Du baust diese Grauklotzkirchen und dann sagen die Leute sind da drin, spüren nichts mehr, sagen, keine Kraft hier. Und dann sagst du, ihr seid all gottlos geworden. Das ist unfassbar. Oder Ja. weißt du, Frank, Ja. Dichter, Denker, die drin, guck mal, du weißt ja, ich mache viele Poesie oft, ne, zu meinen Videos und so weiter. Allein durch diese Rechtschreibding oder nach dem Zweiten Weltkrieg, diese 2000 Worte, die sie uns abgenommen haben, oder jetzt diese Gender-Dings da, damit stirbt Poesie, weil du keine Poesie mehr schreiben kannst mit diesem bisschen Rohmaterial, was da noch übrig bleibt. Genau, die ästhetische Erziehung, so gerade die deutschen Idealisten, Schiller allen voran, hat ja sehr, sehr viel Wert auch immer auf die Ästhetik gelegt, insbesondere bei der Erziehung und so weiter, ne? Also weil, ja, im Prinzip findet sich das fast in jedem der idealistischen oder der deutschen idealistischen Dichter und Denker wieder, so diese Zuwendung auf dieses Seelische, also eben diese Ästhetik. Also die haben erkannt, wie wichtig das letzten Endes ist. Ja, also wir haben irgendwo so den Geist, dann haben wir das Gefühl und dann haben wir die Materie. Ja, also um den Geist wirklich in die Materie zu transformieren, ist das Gefühl notwendig. Um wirklich, ja, Gottes Reich auf der Erde entstehen zu lassen, ist eben die Poesie, die Ästhetik, die schöne Architektur, verschnörkelte Gebäude, künstlerische Gemälde, wirklich diese Detailverliebtheit nötig, um letzten Endes so diese Inspiration und Magie letzten Endes zu erschaffen und zu verbreiten. Ja, man muss aber auch ein bisschen aufpassen in der Klassik, also Aufklärung Klassik. Also zum Beispiel Goethe fand die Romantiker ziemlich blöde. Der hat dann gesagt, das ist schwächlich, das ist kränklich, das ist krank, ja, das ist sentimental. Also da gab es dann auch schon Ja. Querelen. Da hat die Romantik hat dann auch schon ein bisschen gebraucht. Es war ja so, ich glaube, Ende 18. Jahrhundert, Du glaubst doch nicht, 1795. dass wir Deutschen uns jemals wirklich einig waren. Im Ja. Leben. Da gab es immer schon 1000 Strömungen. So ist nicht, gell? Und ich habe mich ja auch ein bisschen mit den deutschen Idealisten in der letzten Zeit befasst. Trag das dann auch mal vor. Und mir ist aufgefallen, dass das im Grunde, sagen wir mal, salopp, Lukas, alles Quantenphysiker waren. Die waren alle mehrdimensional drauf.
von der Welt der Energien, wo sie ständig hindenken sich, ja, das versuchen ästhetisch zu beschreiben und dann versuchen sie es runterziehen zu ziehen hier in diese Welt und haben und suchen ständig auch immer nach ganzheitlichen Lösungen. Also was tatsächlich dann wissenschaftlich später philosophisch dargestellt wurde, dieser Weg von der Energie in die Dreidimensionalität, den findest du bei den ganzen Idealisten. Und bezeichnenderweise kommt nach den Idealisten kommt Darwinismus, Materialismus und dann die zwei Weltkriege und das Ölzeitalter. Also das finde ich so einen Hammer. Aber das gucken wir uns genauer an am Samstag, weil da waren Resets ganz, ja, ich sag Ja, mal, das war ja immer dieses bösartig. Schwanken, ja, das haben wir ja schon immer gehabt. Und ich glaube, das macht, weil du vorhin gefragt hast, Frank, das macht primär deutsche Seele aus, dass die immer ins Korrektiv wieder rüberschwappt. Ja, wenn du einen Ah. Krieg hattest, nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg, da wurde ja versucht, alliiertenmäßig die Leute zu erziehen in eine ganz bestimmte Schablone. So, was haben die Deutschen gemacht? Die fanden das überhaupt nicht gut, ja, und haben dann so ihre eigene Filmwelt aufgemacht mit Sissi und Heidi lässt grüßen und Piroschka und Heimat, viel Heimatfilme, ja. Also du hast immer diese Bewegung, diesen Schwenk, diese, na, wie soll man sagen, so ein Hebel, der Ja, wieder aber ins jetzt muss Korrektiv ich wirklich schwappt. mal einen Ja-Aber-Satz machen, Susanne. Ja, aber sie haben es doch geschafft. Was denn? Naja, schau mal, weil du sagst, die haben ihre eigene Filmwelt aufgemacht. Ich denke jetzt an die ganz alten Filme noch, die alten Stars, ob das jetzt ein Zara Leander war, so Heinz Rühmann, Kurt Jürgens, de Moser, de Lingen, de George, die Marlene Dietrich und so. Und jetzt, egal, gibt es noch mehr, werden noch mehr. Und dann guckst du dir mal den Benimm und die Kultur und die Sprache in den Filmen an und dann gehst du mal durch die Jahrzehnte, die 50er, 60er, 70er, 70er Jahre kannst du schon vergessen, Himbeereis zum Frühstück und sowas, ja, Bett im Kornfeld. Dann siehst du diese degenerativen Zerfallserscheinungen, die gehen linear, gehen die durch die Jahrzehnte. Richtig. Also sie haben es doch geschafft, Ja, weil du sagst, die dieses. haben sich zurück, was haben die Deutschen gemacht? Die haben sich in ihre Filmwelt zurückgezogen. Dann aber nicht erfolgreich. Die sind gestorben, die Generationen, und die Neuen haben übernommen, gell? Oder? Oder siehst du das anders? Weil du hast es eben so gesagt. Naja, es ist zyklisch. Schau mal, es ist immer wieder, du hast doch das vorhin schon so schön genannt mit dem Pendel, ne? Ganz am Anfang. So, du hast zum Beispiel. Nehmen wir mal auch diese Diven oder diese Schauspieler, die du genannt hast. Da war ja auch vom Ästhetischen, das waren ja schöne Frauen und schöne Na Männer, ja, klar. auch wie sie angezogen worden waren Aha. und so weiter. Ja, jetzt ist es rübergeschwenkt in die Perversion. Guck dir mal, ich habe gestern wieder so ein paar Modeshows angeguckt. Versace und Co., die Mädels sind ja noch einigermaßen normal, aber die Männer, die rennen ja da rum wie Müllsäcke, ja, wie so degeneriert, hässliche, also nicht nur, also an sich diese Mode schauen, ja. Und was ich, und das macht mich zuversichtlich, sehe bei den Menschen, ist, dass die Nase dicke voll haben. Die Gegenbewegung ist ja schon längst da. Ist da, Ja? ja, ist Es da. wird noch draufgepresst. Wir werden ja fast vergewaltigt mit solchen Filmen und Dieses Bildern, aber den Leuten steht es bis da. Und die Gegenbewegung ist eh schon in der Vorbereitung. Ist sie. Ganz, ganz, ja. Aber der Ja. Lukas will bestimmt was sagen, weil wir sind gerade so, oder? Gell? Aber jetzt waren so viele Sachen, wozu ich noch Ja. was sagen könnte. Also ja, gerade so diese Darstellung der Männer so als Müllsäcke ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Bild, ne? Weil das auch so ein Bild ist, was gesellschaftlich allgemein irgendwo so transportiert werden soll. Ja, so die starke Karrierefrau und der Mann so als Müllsack, den man so wegschmeißen kann, ne? Also das ist ja auch so ein Gedankengut, was momentan ja sehr vorherrschend ist, würde ich sagen. Ja, jetzt nochmal so auf diese Pendelbewegung anzusprechen. Also für mich hat sich die deutsche Seele ja besonders stark halt eben in dem deutschen Idealismus eben ausgedrückt. Also beginnend insbesondere mit Kant. Ja, also der letzten Endes einen großen Bestandteil, also den ich jetzt auch noch als einen sehr wichtigen Wert der Deutschen sehen würde, die Harmonisierung verschiedener Dinge. Ja, also Kant war im Prinzip oder ist ja dadurch bekannt geworden, also die Kritik der reinen Vernunft, dass er halt ja revolutionär war in der Philosophie, dass er halt eben nicht gesagt hat, so es geht alles nur von der Logik aus, sondern er hat halt eben auch so das Empfinden halt mit einbezogen. Ja, also er hat gesagt, so man kann sich
die Welt nicht rein rational, rein logisch erklären, ja, also wie das in der Philosophie vorher üblich war, zumindest lange, lange Zeit, also bis Aristoteles eigentlich, könnte man fast sagen. Und damit hat er im Prinzip diesen Idealismus halt ausgelöst, ja, also auch heute sagen ja viele Historiker, zu keiner Zeit oder zu keiner Epoche gab es eigentlich so eine philosophische Dichte oder so ein weites Vorankommen wie zu dieser Zeit des deutschen Idealismus irgendwo. Und ja, zerstört wurde der deutsche Idealismus. Man könnte eigentlich teilweise auch provokant sagen, vielleicht hat er sich sogar selber zerstört, also mit Hegel, mit der hegelschen Dialektik, der ja im Prinzip gesagt hat, die Welt funktioniert durch die These, die Antithese und die Synthese der beiden. Ja, also Hegels Weltbild war, es gibt einen Weltengeist oder die Welt ist entstanden durch einen Weltengeist. Das ist so das, der göttliche Teil, der letzten Endes für die Erschaffung der Welt da war. Der war erstmal reiner Geist als These und als Antithese hat er sich sozusagen selbst verneint. Und das ist die Materie, die Entstehung der Materie. Und von diesem Zeitpunkt hat sich Geist und Materie im Prinzip konstant immer durchwirkt. Und dadurch ist dann halt die Natur und so weiter entstanden, immer feiner, immer feiner. So, jetzt hat aber Hegel gesagt, der Geist war vor der Materie da, also Geist die These, Materie die Antithese und die Synthese die Natur. Und ironischerweise wurde der deutsche Idealismus mit dieser Erkenntnis, wenn man jetzt so will, als Höhepunkt außer Gefecht gesetzt durch eine Antithese, die wieder zu Hegel formuliert wurde, also durch Karl Marx, der gesagt hat, die Materie steht über dem Geist. Ja, also, und damit ist der Fuck. Kommunismus entstanden, Ah, ja, genau. die Gleichmacherei und so weiter und die, ja, die Überbetonung der Materie eben. Und damit ist letzten Endes der deutsche Idealismus zerstört worden, Ja, und da langsam. sind wir nah auch bei Darwin. Wenn du sagst, die Materie steht über den Geist, sagst du, Materie ermöglicht überhaupt erst Leben und Bewusstsein. Dann bist du so weit, dass du sagst, alles Leben erlischt mit dem körperlichen Tod. Und dann bist du genau, das bezeichne ich immer als Materialismus. Ich sehe da nicht nur den Konsumismus drin, sondern auch diese materiellen Gedanken, die wir jetzt in der technischen Spielart beim Harari dann sehen. Wir tun euren Geist auf eine Festplatte. Okay, Sie wissen es scheinbar wirklich nicht besser. Ist okay. Wären, glaube ich, extra Sendungen, wenn wir da jetzt wieder reingehen. Ja, aber ganz, ganz wichtig, ja, also dass Materialismus nicht nur bedeutet, und sind materielle Dinge wichtig, sondern dass das, wie du das gesagt hast, auch bedeutet, diese Annahme, dass eben alles aus der Materie hervorgeht, so der ganze Geist und so weiter, ne? Also wenn man das so sieht, ja, kann man die Welt eigentlich auch nur, also dann ist tatsächlich möglicherweise der Kommunismus die logische Folge, so wenn man davon ausgeht, dass das richtig ist, ja. Ich sage, also gut, ich kann es nicht beweisen jetzt. Ich sage, er wurde exakt lanciert, diese Spielart Kommunismus, Materialismus, Darwinismus. Exakt hinter diese schön geistigen, idealistischen deutschen Gedanken kommt mir lanciert vor. Nicht als natürliches Spieler. Ich weiß, was du meinst. Ich nenne es immer das Voranrechnen. Plus und Minus, Ritter und Drache, Mann und Weib, Kreativität und Ordnung. Weißt du, dieses Voranrechnen, so nenne ich es ja immer, ja. Das ist ja im Prinzip das, was Hegel auch gesagt hat. Es gibt immer die Antithese zu dem einen so. Also deswegen müsste eigentlich Hegel auch gewusst haben, dass es zu seiner Theorie eben genau diese Antithese geben wird. Ist aber dann wieder, ja, Spekulation. Ich meine auch. Ich meine auch. Ja. Gut, Goethe hatte das aber auch. Der hatte ja seine Wissenschaft der Organik, ne? Wo er auch gesagt hat, ja, so alles Erscheinen auf Erden, so Pflanzen, tralala, kommt aus den geistigen Feldern. Im Grunde platonische Gedanken, ja. Und also das verbinde ich mit uns Deutschen, ja. Dieses in den Himmel denken zeigt sich mir in dem Märchen Sterntaler. Unser Reichtum liegt in den Sternen, liegt im Geist. Und die fallen uns, das sind die Früchte, die uns in die Schürze fallen, weißt du?
Daraus können wir was machen. Also ist das für mich doch. Ja, aber in dem Ja. Moment erst, wenn du Materie loslässt. Also in diesen Märchen hast du ja immer erst den Prozess des Wegschälens, des Loslassens. Also dieses Kind steht ja auf Materie, das steht ja im Wald, auf dem Boden, ja. Und dann wird ja dieser Bogenschluss gemacht, diese Brückenverbindung. Erst wenn ich Materie loslasse, dann kann ich quasi das von oben, die geistige Natur absorbieren. Genau, schaut euch an dieser Stelle hier unser wunderschönes Musikvideo an. Da Ja, genauso. da haben wir einen Sterntaler drin, ja. Ach ja, Vielleicht können wir genau. das Herrn Ja, guck. Kirchherrn mal ablaufen lassen, mal Sehr schauen. schön. Ich habe es bei mir im Vortrag drin, den Sterntaler. Guck mal, wie sich das fügt. Ah, schau an. Ja, ich bin eh, ich denke eh, diese beiden Tage, die werden sich wie durch Geisterhand fügen. Ich sag's euch. Ja, Die werden danke. zusammenpassen. Ich habe ja viel Gedichte gemacht, die. Also wo man, wenn man jetzt oberflächlich drauf guckt, denkt man, das ist eine Märchenschau. Aber im Grunde genommen sind fast immer Verbindungen in unser Land rein, in bestimmte Konstellationen, wie sie gerade passieren. Ne? Weiß. Genau. Ich finde es auch wieder super, dass wir jetzt gerade auf das Thema Sterntaler kommen, weil das ist auch, wenn wir jetzt wieder so in die deutsche Seele reingehen, in den deutschen Geist, das ist auch so ein roter Faden irgendwo wieder in der deutschen Mystik bei Meister Eckhart oder Johannes Tauler sozusagen, ne? Sich zurückfallen lassen, so ins Innere einkehren, so auf den Seelengrund zurückfallen lassen. Ja, also so ich sage jetzt mal so moderne Spiritualität oder so diese ganzen fernöstlichen Sachen, die kleistern immer eher was obendrauf, ja, Affirmationen sprechen, Mantren obendrauf sprechen, Selbstprogrammierung und so weiter, da haben wir immer solche Begriffe. Und das ist eigentlich, steht genau konträr zu der deutschen Mystik, die eigentlich nicht sich versucht, sich selber neu zu programmieren, sondern die ganzen Programme loszulassen, ja, also sich erstmal wieder zurückfallen zu lassen auf den eigenen Seelengrund. Ja, also auch da könnte man überlegen, ist das irgendwo ein Angriff auf das deutsche Wesen, auf den deutschen Geist, also so diese ganzen östlichen spirituellen Einflüsse. Also ich will nicht sagen, dass die alle schlecht sind und so. Und auch ein Meister Eckhart hat schon sich zum Teil so orientalische Einflüsse bedient und so weiter, ne? Also man kann das jetzt nicht ganz, ich will das jetzt nicht alles verteufeln, was da jetzt Neues kommt und so weiter. Aber ich finde es schon immer interessant, das mal zu betrachten, wie da unterschiedliche spirituelle Konzepte letzten Endes, ja, sich im Prinzip irgendwo widersprechen auch und aufeinandertreffen. Naja, ich habe da ja mal sogar ein Bild dafür verwendet. Im älteren Video habe ich auch über deutsche Mystik, die urchristliche Mystik, gesprochen. Und da habe ich, glaube ich, dieses Bild in dem Video, dass die deutsche Eiche gefällt wird, also weil du jetzt sagst Angriff, ja, dass die gefällt wird und dass man uns Palmwedel obendrauf steckt, ja, exotische Gewächse. Und quasi auf uns, auf unserem Korpus etwas züchten will, dessen Früchte man sich bedienen will. So, und was jetzt passiert, da habe ich, glaube ich, sogar mit dir ein Video gemacht, damals Stille Revolution oder die Revolution der schweigenden Frank, haben wir doch, glaube ich, mal ein Video gemacht zusammen. Und das, was jetzt passiert, meines Erachtens, ist, dass diese Eiche, ja, die gestutzt wird, gerade wie im Winter, alle Kräfte gerade in die Wurzeln zurückzieht, ja, um diese Palmenwedel-Wackellandschaft, sage ich immer da oben, loszuwerden, also diese Blätter loszuwerden, dieses Aufgepfropfte. Und dass aber der neue Zyklus tausendfach mehr, weil diese Triebe in so einem, ihr wisst ja, was, wenn du den Baum fällst, was dann passiert, dann kommen tausende Kinder aus dem Korpus. Ja. Und das ist das, Ja. was ich glaube, was passieren Da wird. können wir mal reingehen, ne? Dieses Pfropfen bei Bäumen oder das Veredeln nennt man es ja auch, ne? Du tust an einen Baum, schneidest du ab und nimmst von einem anderen Baum einen Trieb und mit einem bestimmten Prozedere. Und jetzt kommen die Sinnbilder rein. Benutzt du dir ja die Lebenskraft, die Lebenssäfte von dem Baum, um in seinem Schoß, an seiner Brust genährt sozusagen, etwas Artfremdes dann großzuziehen. Wenn jetzt Zuschauer das auf die deutsche oder auf die jetzige deutsche Lage transformieren, dann ist das eine Geistesleistung von denen, kann man dann zum Beispiel so sehen. Aber du benutzt im Grunde eine Vitalität. Ich habe auch gerade ein Video abgedreht, wo ich gesagt habe, was sind denn eigentlich die geistigen Ressourcen? Da komme ich auch zu dir gleich nochmal, Lukas. Was sind denn die geistigen Ressourcen auf dieser Welt? Die materiellen kennen wir, Öl und so weiter, ja, Uran, seltene Erden. Was sind die geistigen Ressourcen?
Ich kam letztendlich auf zwei, auf Bewusstsein und auf Vitalität. Und du benutzt im Grunde Menschen dann auch über Massenmedien so als Mitdenker, als Vervielfältiger, als energetische Multiplikatoren. Und da sind wir bei dir, Lukas. Das Aufmerksamkeitsmanagement, würde ich sagen, ist enorm wichtig. Du sagst, die Mystiker sollen alles abfallen lassen, um dann sich selbst wieder zu sehen, um vielleicht ihre Seele zu erkennen, ihre Seelenqualität, ja, im Loslassen von allem. Und die teuflischen Kräfte, so verstehe ich das, die sind eigentlich ständig mit Aufmerksamkeitsmanagement beschäftigt, unsere Aufmerksamkeit ins Außen zu lenken und ständig abzulenken. Guck mal eine Sensation, guck mal dies, guck mal noch einen Kinofilm, noch schnellere Bilder. Und dann bist du immer, immer im Außen, ja, und nie mehr bei dir selbst, ja. Und dann Genau, müssen wir uns zum Teil auch selbst an die Nase greifen, ne? Also wie lenken wir unsere Kanäle? Wie lenken wir unsere Nachrichten? Was wollen wir, wenn die Leute schon bei uns gucken, was wollen wir transportieren? Ja. Entschuldigung, ja. das ist eigentlich so der große Unterschied zwischen dem Okkultismus auf der einen Seite und den Mystikern auf der anderen Seite. Also die Mystiker lassen los und schauen dann, was kommt, gucken quasi intuitiv auch, was symbolisiert mir jetzt was ich sehe. Und die Okkultisten versuchen letzten Endes Gesetzmäßigkeiten zu finden. Diese Zahlenkombination bedeutet das, dass dieses Tier, was ich jetzt gesehen habe, Ah, bedeutet das. Ja, okay. also die versuchen letzten Endes das Ganze zu systematisieren und Gesetzmäßigkeiten dafür zu finden. Also jetzt mal so ganz. Und dahinter Naja, hängt ja ich. das Pfuschen wollen, das Steuern wollen, das Kontrolle und Macht und Manipulation haben wollen, hängt ja dahinter. Bei dem, Ja. ja. Naja, ist ja viel Ablenkung, ist ja viel Attraktion. Das ist wie wenn du Samen oder Kartoffeln in dem Keller hast. Die würden automatisch, weil ich glaube, dass mystische Prozesse oder diese Verbindung zur Quelle, zum Göttlichen, ein natürlicher Vorgang ist, der für jeden Menschen vorgesehen ist. So. Und was jetzt passiert, ist, dass die no riesen Scheinwerferanlage überall aufstellen, überall blinkt's und hupt's und macht's. Und der Kartoffelkeim weiß gar nicht, wo er lang muss oder die Pflanze, ja? Und das ist jetzt diese, auch, das bin ich wieder bei dieser, na, Wegscheide, ja? Es gilt jetzt genau, also ich glaube, die das spüren können, die werden sich dem richtigen Licht zuwenden. Tun Sie, ganz sicher, Ja? Und ja. die anderen, die von dieser Riesentakelage oder von diesem Glitzerpuder da so voll Genau. angetörnt sind, die Genau. werden auf leider sich entscheiden für Abwege oder. Ist so. Ist so. Was heißt entscheidend für Abwägen? Genauso. Man kommt halt immer tiefer in den Sumpf, man kann sich da immer tiefer einarbeiten. Das Wissen ist ja auch nicht unbedingt falsch. Also sehr, da ist ja auch irgendwo sehr, sehr viel Wahrheit drin. Du kannst natürlich Gesetzmäßigkeiten in der Natur erkennen, die hermetischen Gesetze und so weiter. Ich habe mich auch mit diesen Dingen beschäftigt und so weiter. Aber wenn du letzten Endes wirklich in der inneren Führung bist, im Vertrauen, dann braucht man da keinen Wissen letzten Endes, dann weißt du, was dir ein bestimmter Sachverhalt sagen soll, intuitiv, ja, ohne dich darüber belesen zu haben. Naja, was ja passiert ist, ist ja Papierwissen. Ja? Viele, guck doch mal das Netz an. Da viel, Tausende ereifern sich gerade theoretisch die Konzepte zu erklären, was ist Spiritualität, was ist Liebe, bla bla. Ja? Also theoretisch, es schmeckt nach Papier, da ist keine Seele drin. Und Genau. das andere, ja, wenn ich in die Natur gehe, fühle ich die ist fast wie im Pantheismus, die göttliche Anwesenheit. Ich sehe sie, ich spüre sie, ich fühle sie im Wasser, im Licht. Da brauche ich kein Papier oder irgendwelche Lehrer, die mir ständig irgendwelche Theorien aufdrücken. Eindeutig. Also ich sehe diese Magiere oder Okkultisten oder Hexer sehe ich auch einigermaßen kritisch. Mir eigentlich jetzt erstmal egal, ob du mit einer Schaufel einen Eimer Sand von A nach B schiebst, dann änderst du und manipulierst auch die Welt, ja, transformierst sie, oder ob man es mit dem Geist macht. Nur der Punkt ist, bei den Jungs ist mir allzu oft eben Manipulation, Kontrollzwang, Ego, andere bestimmen mit drin. Also die Übergriffigkeit ist ihnen oft zu eigen, ja. Und das verbunden, jetzt müsste man da auch wieder genauer und tiefer reingehen. Da sind wir bei unserer Egregore-Sendung schnell wieder. Wenn ich das Vermögen, Dinge zu ändern, mit Weisheit knüpfe, dann komme ich vielleicht auch zu Wesenheiten, die hier ganze Dimensionen lenken können. Alle unter Gottes Ägide, mehr oder weniger.
Wenn ich das aber mit weniger Weisheit tue, und da sind wir jetzt sehr irdisch, dann komme ich zu Goethes Gleichnis vom Zauberschüler, der immer irgendwas in Gang setzt. Ja? Und so leben auch die meisten Menschen. Sie wollen immer irgendwas, sie setzen irgendwas in Gang, irgendeine Causa, irgendeine Polarität und schlingern dann, mäandern dann durchs Leben. Oh, so habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Ja, dann mache ich was anderes, dann möchte ich jetzt lieber den und den Wunsch. Und du merkst, konkretes Beispiel, ich möchte eine Familie haben, ja, unbedingt eine Familie. Und dann siehst du, oh, Familie, habe ich jetzt wegen mir weniger Freiheit, viel Verantwortung, das Geld ist weniger wert und so weiter. Und denkst du dir dann, ah, demnächst möchte ich dann aber Surflehrer auf Hawaii werden. Und merkst, Scheiße, auf Maui haben sie jetzt gerade wieder alles abgebrannt. Also, verstehst du? Also, du setzt als unwissender Zauberer, setzt du immer irgendeine Polarität in Gang und meanderst unwissend in der Welt rum, ja. Ja. Ja, weil Ja. es eben auch Nahrung ist, die nie, dich nie sättigt. Es ist ja, deswegen sage ich, es ist Papier. Es ist wie real auch draußen, synthetische Nahrung, die dich, dein Geist, dein Körper nicht mehr ernähren kann. Und deswegen wirst du nach kurzer Zeit wieder hungrig und suchst wieder nach der neuen Speise. Genau. Ja, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass alle, die sich Wow. damit beschäftigen, jetzt letzten Endes so nach Macht streben. Also für viele ist es, glaube ich, auch einfach so irgendwo so eine Sicherheit. Ja, also verstehen wollen, was da irgendwo passiert da draußen, wie die anderen arbeiten. Ja, also dass man sich nicht so ausgeliefert fühlt. Also gerade in der heutigen Zeit hat ja der Okkultismus auch wieder so Hochkonjunktur. Und das liegt, also das ist zumindest mein Empfinden halt vor allem daran, dass wir eben auch so eine traumatisierte Gesellschaft irgendwo sind, wo die Leute eben keinen inneren Halt haben, keine innere Sicherheit. Und dann sucht man halt diese Sicherheit darin, dass man dann halt versucht, sich zu erklären, warum man in dieser Situation jetzt ausgerechnet steckt, in der man ist, ja, und wie man da halt möglicherweise rauskommen kann, was man halt so tun kann. Aber letzten Endes ist das irgendwo ein Kampf gegen Windmühlen, weil die Leute, die das wirklich meistern oder so, diese ganzen okkulten Gesetze, das sind vielleicht Häppchen, die da öffentlich zugänglich sind. Also vermute ich jetzt mal so. Das ist so wie, wenn eine Macht, die über Maschinengewehre und Panzer verfügt, jetzt die Messer legalisieren für das einfache Volk und die bilden sich dann ein, sie könnten jetzt damit irgendwie ja, aufbegehren. Also ich glaube, sobald man sich auf dieses Spielfeld begibt, hat man im Prinzip schon verloren. Susanne, du hast gerade was gesagt, synthetische Nahrung. Darauf bin ich gerade angesprungen. Nahrung, die man sich zuführt und die nie sättigt, könnte Ja, dann es ist schon, ja? Nahrung, aber auf jedem Feld, Frank. Genau. Schau mal, das Essen, da haben wir uns ja öfters auch schon mal drüber unterhalten. Wie viel Füllstoffe, wie viel Plunder ist da inzwischen drin? Das ist ja kein Lebensmittel mehr, ja. Aber du hast es ja auch in anderen Bereichen, wenn du dir die Musik anguckst, warum haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg die auf 440 Hertz? Die kann nicht mehr nähern. Das weißt du ja mit deinem, vorhin mit dem, weißt schon, mit den Metallplatten, mit Ja. dem Klang. Man hat festgestellt, die 440, das ist chaotisch, das tut den Menschen nicht gut. Und so ist es auf jedem Feld. Deine Fernsehfilme, wo du sagst, die tun mir nicht gut. Die Literatur, die alles, die Klamotten, das sind synthetisch. Ich Ja? bin philosophisch unterwegs. Guck mal in den American Dream, immer mehr werden wollen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Woher kommt die Gier? Woher kommt die Unersättlichkeit? Davon, dass man den Hunger nicht gestillt kommt. Woher kommt das jetzt wieder, dieses Nicht-Gestillt-Sein vom Hunger? Davon, dass man fremde Ziele, dass man vollkommen irregeleitet ist, dass man sich nie selbst geistig oder ja, gesättigt hat, nie sein eigenes Leben geführt hat, sondern immer fremde Ersatzdrogen benutzt hat. Ruhm, Macht, Geld, Konsum, Ansehen. Also was dir andere Orden, was dir andere verleihen, ja, aber das sättigt dich dann nie. Und so hängt Dadurch es bist zusammen. du doch manipulierbar, ja? Wenn diese Nahrung sich immer wieder selbst zerstört und ich immer wieder eine neue Droge brauche, meistens sogar in einem höheren Level noch, in einem höheren Maße, dann weißt du, dann fresse ich dem anderen aus der Hand. Dann tue ich alles. Und das ist ja, denke ich, auch beabsichtigt. Ein, ich,
Ich bin mir jetzt sehr bewusst, dass ich an einer Grenze argumentiere, aber ich weiß auch, Susanne, du bist eine gestandene Frau und hältst das mal aus. Ich habe eine Doku mal gesehen, ja. Ich werde rückkoppeln bei dir, aber ich hoffe, ich verletze dich nicht irgendwie. Hab schon nicht vor. Eine Doku mal gesehen, da wurde ein Zuhälter interviewt. Im Grunde nach dem Geschäftsgeheimnis der Zuhälterei. Und da hat er gesagt, naja, es ist so, die Leute, also die Freier, die kommen mit der Sehnsucht nach Liebe. Sie kommen mit der Sehnsucht nach Liebe und sie kommen natürlich triebig. Und sie suchen die Erfüllung und finden die, meinen die zu finden im Bett. Sie gehen mit leeren Eiern heim, aber ihr Herz bleibt ungefüllt. Und das wird sie genau in dem Zyklus wieder zu uns treiben. Du Ja. wirst lachen, Das ist genau also dasselbe. du wirst lachen. Ich begleite ja tatsächlich Frauen aus dem Milieu. Also das sind so die, wie soll man sagen, edel Nutten Mädels da, ne? oder ja. Und die erzählen mir ganz, ganz viel, wie sie Männer eigentlich füttern auf emotionaler Ebene. Aber was auch interessant ist, wenn wir jetzt schon mal in dem Bereich sind, sie haben aber auch berichtet, wie sie erzogen wurden. Ja? Meistens haben sie sich verliebt. Dieser Zuhälter, das ist, die sind oft, das waren Liebespartner erstmals. Ja, Und die auch, wurden ja. quasi angefüttert. Genau. Und immer wieder, dieses Problem ist dieses Zuckerbrotpeitsche. Ich gebe jemand was und dann nehme ich es wieder zurück. Dann gebe ich wieder eine Droge, dann nehme ich es zurück. Und das Problem ist, dass du solche Frauen, viele kommen ja da auch aus dem Ostblock, ja, weil sie sich verlieben und so weiter, die kannst du so abrichten. Ich möchte jetzt die Szenen euch ersparen, was die mir erzählen, was sie mitmachen müssen, ja. Asche auf dem, weißt du, ausdrücken lassen auf dem Körper, und ich möchte in diese Exzesse jetzt gar nicht rein. Aber wenn ein Zuhälter sagen würde, spring vom 10. Stock, würden die Mädels das machen, weil da eine Abhängigkeit entsteht, wo du nicht mehr in deiner Wahrnehmungsverzerrung fähig bist, überhaupt noch eine klare Entscheidung zu fällen. Genau. Also das. Eins, zwei Sachen könntest du aber sagen, inwiefern die Frauen, die Männer dann, wie hast du gesagt, abrichten oder anfüttern, was machen die dann zum Beispiel? Oder willst du das jetzt Naja, oft dann, ist es ja? ist nicht nur auf rein körperlicher Ebene. Sicherlich ist ein Orgasmus wichtig, wenn ich da irgendwo hin will, will ich mich klar befriedigen. Aber sie haben auch oft erzählt, dass hier dann bestimmte, ja, das ist wie die Klaviatur. Der eine braucht Selbstbestätigung, der andere will nur mal über seine chaotische Beziehung mit seiner Frau daheim erzählen. Ja, der Nächste braucht einen Fetisch. Also da werden Klaviaturtasten bespielt, um ein Defizit, einen Hunger, etwas, was nicht ausgefüllt ist in mir, zumindest für ein paar Minuten zu befüllen. Das passt ja genau mit dem, was ich da auch gehört habe. Weißt du, es wird für den Augenblick wird's scheinbar gesättigt oder befriedigt oder gefüllt, aber es ist leer geblieben und das ist auch Ja. der Grund, warum du direkt wieder hin. Und die kommen dann Ja, immer wieder, und dann haben wir genau dasselbe Spiel, Co-Abhängigkeit, gehen immer wieder hin, ja, es ist wie ein Affe, der die Taste drückt, weil dann kommt eine Banane vorbei. genau. Genau. Wow. Kondition, also Gut, Konditionierung, jetzt ne? müssen wir nur noch hinbekommen, wie wir da den zur deutschen Seele und zum deutschen Geist, Ich wie wir sag die dir, Verbindung bekommen. dass wir Werte haben, dass wir Echtheit haben, dass wir immer wieder zurückkehren. Ich habe es euch ja vorhin gesagt, für mich ist ganz klar, dass wenn hier Destruktion stattfindet oder das Chaos ist, dass die Deutschen für mich, sicherlich gibt es auch andere, die da vielleicht noch mit reinspielen, aber dass die zumindest die Fähigkeit haben, hier eine Ordnung wieder reinzubringen. Haben Also wir wir auch. sind ja wieder Auferstehungsmeister. Wir haben ja so viel in der Geschichte erlebt und trotzdem haben wir es wieder geschafft, aus dem Chaos was zu richten. Die meisten sind eben nicht abgehauen, ja? Die sind geblieben und haben dann geackert. Ich weiß jetzt, ich glaube, von Berlin weiß ich es, 50.000, über 50.000 Frauen oder auch Kinder, die da gebuckelt haben, und Millionen Häuser wurden da wieder in wenigen Jahren Ja, aufgerichtet. natürlich. Ich meine, der bittere Hohn war ja, dass man jetzt über die letzten 5 Jahre ein Märchen ausgepackt hat, das dann hieß, die Türken oder türkische Gastarbeiter Ja. hätten wieder aufgebaut. Also unfassbar, was für ein Ja, Blödsinn, ja, ja. ja. Natürlich, es gab diese Trümmerfrauen, das sind genau jene, die jetzt so wenig Rente bekommen haben, ja, um es mal klar zu sagen.
Ja, weil man den Leuten quasi ins Gesicht spuckt. Und zwar bis heute immer mehr. Aber gut, scheinbar brauchen wir es wohl so hart. Ja. Das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was für mich einen großen Teil des deutschen Geistes ausmacht. Eben halt so diese Fähigkeit des Wiederaufbaus, beziehungsweise halt auch so der Harmonisierung. Also aus dem Chaos, ja, also wir haben es dann schon im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, also was ja im Prinzip wie so ein Vielvölkerstaat war. Und man hat es halt trotzdem geschafft, friedlich zu koexistieren, ja, oder auch in unseren unterschiedlichen Bundesländern oder früher den Kurfürstentümern. Ja, es war immer eine Verschiedenheit da. Ja, also im weitesten Sinne. Und der Deutsche hat es immer geschafft, das zu harmonisieren, so diese Unterschiede letzten Endes. Also das ist, also sowohl in der Philosophie haben wir dieses Phänomen, also bei Schiller die Harmonisierung von Verstand und Gefühl oder auch bei Johannes Tauler. Bei Kant haben wir immer so diese, also überall haben wir so diesen roten Faden der Harmonisierung. Ja, und dazu gehört dann halt meinetwegen auch der Wiederaufbau, ja, also eine Harmonisierung des Chaos letzten Endes. Naja, du hast es ja bei den preußischen Tugenden, da sind ja die deutschen Tugenden eigentlich draus sich entwickelt, ist ja auch entstanden auf dem Buckel von Calvinismus, Pietismus. Der Luther hat damit reingequakt, das war ein Riesenchaos, auch mit dem Vielvölkerstaat. Und dann durch diese preußischen Tugenden, die dann eingeführt wurden, die ja dann auf die Gesellschaft übergeschwappt sind, haben wir ja heute ganz stringent etwas, das es ist ja auch sehr nah an Gottesfurcht. Ja, es ist ja jetzt nicht nur zur Züchtigung oder zum Disziplin gewesen, sondern die Grundlage waren ja die christlichen Tugenden, also nach Paulus Schriften und so weiter. Also das muss man mal ein bisschen verfolgen, dass man auch kapiert, dass es nicht nur zum Drillen war, sondern dass da auch eine Gottfürchtigkeit auch dadurch eingegeben wurde, ne? Ganz Stimmt, genau, stimmt. ja. Auf der negativen Seite muss man dann andererseits auch wieder sagen, ne, also dieses Bedürfnis nach Harmonie und der Klärung letzten Endes bewirkt halt auch, dass sich die Deutschen sehr, sehr viel gefallen lassen auf der anderen Seite, ne? Also, sie sind halt auch irgendwo sehr in der Demut, ne, lassen sehr, sehr viel mit sich machen, bevor sie halt letzten Endes aufstehen. So, das ist halt auch, ja, also es hat halt immer alles auch zwei Seiten, Du ne? kannst, es war aber auch eine der deutschen Tugenden, Toleranz. Dieser, wer war es? Friedrich der Große hat dann gesagt, jeder nach seiner Fasson. Also das war damals sehr, sehr neu, dass er dieses sagt, ja. Ja. Genau. Sind wir Deutschen wieder Aufstehmenschen? Ich meine schon, Ja. ne? Immer wieder. Also ich habe mich da mit den Kriegszykliken ein bisschen befasst, ja. Und da habe ich gesehen, Mensch, guck mal, nimmst einen 30-jährigen Krieg, ja. Im 17. Jahrhundert ist ja die Hälfte der Leute ist totgegangen, 30 Jahre walzt der Krieg über die Dörfer, über die Städte, die Zivilisten gehen drauf dabei. 100 Jahre später hast du die Napoleonischen Kriege oder knapp 100 Jahre später die Napoleonischen Kriege, die drüber gehen. Ergebnis im Wiener Kongress, Deutschland wird gespalten, wie noch was, ja. Dann hast du den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und immer wieder kommen sie hoch. Ist doch, was ist das für ein Karma? Das ist doch der Hammer, oder? Naja, weil ich glaube, auf eine Art sind die Deutschen auch gefährlich, weil wenn es eine dunkle Agenda gibt, dann sind wir die immer wieder auseinanderziehen, ja, und zerstückeln. Ist Der ja wie wenn ein Gedanke, der Rasenmäher immer wieder, wie habe ich es mal in einem Video gesagt, wie ein Rasenmäher, der ständig die neuen Köpfe, die da durchkommen, wieder abmähen muss, sonst hast du einen Löwenzahn fällt. Ja, ich glaube, das Gefährliche am Deutschen für mögliche andere Kräfte ist halt auch gerade so diese Klarheit und die Möglichkeit, halt Sachverhalte ganz, ganz klar und präzise auszudrücken. Also gehen wir jetzt mal wieder so ein bisschen auf diesen Okkultismus zurück. Also wenn man sich mal so genau die Lehren der Dichter und Denker im Idealismus anschaut, haben wir auch da überall so diese hermetischen Gesetzmäßigkeiten irgendwo drinne, ne? Und diese ganzen okkulten Prinzipien. Also hätte der deutsche Idealismus jetzt Fortbestand gehabt und wäre dieses Wissen weiter ins Volk gesickert oder weiter in die Allgemeinheit gesunken, dann wäre es möglicherweise heutzutage gar nicht mehr möglich, die Menschen mit irgendeiner hegelschen Dialektik in die
Irre zu führen, weil dann hätte man das von Grund auf verstanden, ja, also nur das, also aus dem Grund, dass der deutsche Idealismus und dieses enorme Wissen, was da eigentlich geschöpft wurde, in dem das zerschlagen wurde durch den Marxismus und durch diese ganzen Umwälzungen, ja, da wurde halt eben der Geist Schillers oder der deutsche Geist halt letzten Endes zerstört, unterdrückt, ja, Aber und weißt du, was ich dir sage? Er ist verpuppt, heute noch existent. Und wisst ihr was? Wisst ihr wo? In den Märchen. Weil da ist für den einfachen Mann ist alles drin, für die eine, ne? Für den einfach denkenden Geist. Weil Hegel oder diese ganzen Philosophen, Hölderlin, Fichte, wie sie alle heißen, die sind ja sehr schwer zugänglich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ein normaler Mensch hockt sich nicht über dieses Zeug. Und Märchen ist die vereinfachste, metaphorische, bildliche Wahrheit auf wunderschöne Weise eingelagert in diese Märchen. Und das Phänomen ist ja, dass sie diese Märchen ja heutzutage total verhunzen. Ja, diese Hollywood-Persiflagen auf Märchen, die drehen ja, Frank, du hast es ja vorhin gesagt, da wird von links nach rechts gedreht, die Botschaft, die eigentlich in diesen archetypischen Bildern drin ist, wird quasi von links auf rechts gedreht. Das hast du zum Beispiel in diesem Frozen, kennt ihr das, mit dieser Eiskönigin da, die da überall so für die Kinder marketingtechnisch hochgezüchtet wurde. Hast du die komplette Drehung, dass das Eiskalte ist das Gute, ja? Und die andere glotzt treu doof durch die Gegend. Ja, das ist so die Träumerin, die Liebe, die Nette. Und das ist total verschoben. Ah ja, das siehst du ja momentan überall. Die Sonne ist böse, die Natur ist gefährlich und die Technik und zu Hause ist es gut, die Regierung meint es gut mit dir, wie auch immer. Wir leben in satanischen Zeiten. Der Teufel tanzt sinnbildlich, nicht nur bei der Einweihung vom Gotthardtunnel, sondern auch philosophisch. Madonna hat dann Performances zum Eurovision Song Contest, wo ganz klar Anklänge ans spätere Geschehen drin sind. Also da wird eben mit Prophezeiungen und mit der Faszination dessen gearbeitet, der Teufel tanzt. So. Und alles wird, wir sagen es, verkehrt. Da frage ich mich, und die Deutschen sind das Böse schlechthin in dieser Zeit. So, jetzt sind wir an gefährlichem Fahrwasser, an Fragen, die man stellen darf oder Thesen, die man aufstellen darf. Da frage ich mich, sind die Deutschen unter Umständen das Gute? Waren die das Gute? Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass alles verkehrt wird. Und ich frage mich auch, welche Kräfte hatten Interesse daran, den Idealismus zu zerstören? Du hast gesagt, Lukas, dann konnte man die Leute ja gar nicht mehr mit der Ab dann konnte man die Leute wieder mit der Hegelschen Dialektik verwirren, ja, anstatt es auszumerzen, sauber durchzudenken. Ja, was für welche, und das ist eine echte Kernfrage. Welche Kräfte wirken hier so seit 170, 200 Jahren oder gewinnen seitdem die Oberhand? Welche Früchte sie jetzt geerntet haben oder gerade ernten, das sehen wir jetzt. Das sehen wir jetzt, ja. Ja, also jetzt mal, um auf die Hegelsche Dialektik einzugehen. Also jede Kraft, die Interesse hat, ein Volk oder mehrere Menschen zu kontrollieren, zu unterdrücken, hat natürlich Interesse daran, dass die Hegelsche Dialektik funktioniert. Ja, also indem du mit kontrollierter Opposition arbeitest, indem du beide Seiten kontrollierst und so weiter, überall deine Einflüsse hast. Also jeder Herrscher letzten Endes hat eigentlich das Interesse daran, dass dieses Wissen letzten Endes unterdrückt bleibt. Also so viel zu Hegel zum Beispiel. Gucken wir mal bei Schiller, ja. Also Schillers Menschenbild ging davon aus, dass ein gebildeter Mensch letzten Endes eine Harmonie zwischen dem Verstand und dem Sinnlichen herstellt. Ja, also wer könnte daran ein Interesse haben? Also was tun Menschen, die rein sinnlich sind? Also sie gehen nach ihrem Gefühl, sie handeln sehr impulshaft, sie lassen sich durch Gefühle, die zum Beispiel über die Werbung ausgestrahlt werden, durch die Medien sehr schnell in eine bestimmte Richtung manipulieren. Was tun Menschen, die rein im Verstand sind, rein rational? Also die ja, werden im Prinzip kalt wie Maschinen, die erschießen andere Menschen, wenn das von oben befohlen wird. Also für die ist das Leben und das Gefühl letzten Endes kein Wert mit Substanz. Ja, also und der gebildete Mensch, der eine Harmonie zwischen Gefühl und Verstand hat,
Ja, der kann das eine immer nutzen, um das andere zu hinterfragen. Ja, also wenn jetzt eine rationale Entscheidung ansteht, kann ich mein Herz befragen, fühlt sich das denn für mich gut an, was ich da tue? Ja, oder bin ich bloß ein Befehlsausführer? Wenn ich jetzt andererseits einem Trieb, einem Impuls, einer sinnlichen Wahrnehmung nachgehe, wie zum Beispiel beim Rattenfänger von Hameln, ja, also der Rattenfänger spielt so schön, ich laufe immer hinterher, kann ich auch meinen Verstand befragen, die Ratio, ist das denn so vertrauenswürdig, könnte der da vielleicht auch andere Interessen haben, ja, also der gebildete Mensch, der letzten Endes beides in Harmonie hat, ist einfach nicht so leicht manipulierbar. Ja, also je mehr Aspekte seines eigenen Spektrums, den Verstand, das Herz, je mehr man da unter Kontrolle hat, sage ich jetzt mal so, und je mehr man da nicht einem blind hinterherläuft, desto weniger kontrollierbar ist man eben auch. Naja, aber Lukas, da glaube ich aber schon, dass du Erfahrung brauchst. Klar. Ja, weil schau mal, ich arbeite ja sehr viel in meiner Praxis hier mit Hochbegabten und mit Hochsensiblen, ja. Und diese Leute sind mit der Zeit, je mehr sie mit dem Dunklen in Kontakt waren, ja, durch die Erfahrung dann so weit, dass sie ein gesundes Misstrauen aufbauen. Ich glaube nicht, dass es jetzt nur kognitiv ist. Ah, da ist der Hameln, weißt schon, dein Dings da. Sondern, dass ich wahrnehmen kann, okay, da hat jemand Flötentöne, die sind gefährlich und ich folge dem nicht. Das kann ich aber nur, wenn ich bestimmte Zyklen hinter mich gebracht habe. Ja, wo ich negativ Erfahrungen bereits gemacht habe. Ja. Oder es ist dir gegeben. Also es ist ja, du, ich meine, du sagst ja im Grunde genau dasselbe wie der Lukas, ne? Dass die Empfindung, die feinen Gewahrnahmen, dass die mit einem hellwachen Kopf vereint werden, um dann zu korrekten Schlüssen Geht zu kommen, um, ne? ja, aber auch sehr viel um Erfahrung und was mir eben immer wichtig ist, den Leuten zu benennen, dass es das Dunkle gibt, weil viele sagen ja, na, in jedem ist ja der Kern, Ja, müssen ja, ja ja, wir ja, ja. lieben und machen und tun. Nee, es gibt dieses Komplementär, was sich ja mit deinem Pendel von vorhin auch wieder deckt. Ja, es gibt das Ja, Böse und es tobt. ich brauch den Kontakt mit dem Dunklen, dass ich diese Dinge in mir verinnerliche und dann dadurch ein Stück weiterkomme, ja. Ja, also zumindest über Überlieferung. Man muss jetzt nicht alles zwangsweise selber erfahren haben. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand von den eigenen Erfahrungen berichtet, dann kann ich das letzten Endes auch als Bewusstseinsvorsprung sehen. Und Also es da muss sind man. wir wieder bei der deutschen Seele, Lukas, Genau. weil wir haben zyklisch so viel kollektiv unterirdisch in den Wurzeln gespeichert. Ja, da sind wir jetzt wieder bei den Ahnen. Und man weiß auch aus der Traumaforschung, dass du über mehrere oder 7 Generationen angeblich das weiter auf jeden Fall weiter tradierst. Ja, und ich glaube, da haben wir gerade als Deutsche einen wahnsinnigen Fundus, der uns viele Dinge blicken lässt, auch wenn wir sie nicht selber erfahren haben. Genau. Und Das dazu müssen wir uns aber auch mit der eigenen Geschichte beschäftigen, ja. Und das ist auch gerade das, was man nicht möchte, dass wir aus den eigenen Erfahrungen lernen, die wir gemacht haben, ja. Also, dass wir halt nicht wieder in diese Fallen tappen, ja. Also, ja, das ist ja in vielen musste aber Märchen. nicht immer lernen. Es gibt da Versuche mit Affen, das ist ein ganz bekannter Versuch, kennt ihr auch, wo dieser Affe diese Süßkartoffel gewaschen hat, ja? Und wo dann plötzlich alle anfangen, die anderen Affen auch zu waschen. So, das Interessante war aber, dass die nachfolgenden Generationen Genau. automatisch Kartoffeln gewaschen haben und haben sie Darum geht's. Es nicht geht wieder. um Epigenetik. Es geht Ja. darum, da habe ich auch, ja, es geht darum, dass erworbene Erfahrungen und Wissen in der nächsten Generation mit der Muttermilch aufgenommen wird, Gut, ja. mit ihnen ins Blut gegeben wird, in uns verankert ist. Siehe Bücher, Kriegskinder, Kriegsenkel, die Traumata, die in uns drin sind. Ja. Und das ist das, was die Alten erlebt haben, ob wir es wollen oder nicht. Spirituell könnte man jetzt sagen, die Seelengruppen, die Familiengruppen, die sich vereint haben, gefunden haben, Richtig. um Themen zu bearbeiten. Genau, Und und da das ist ist die das Deutsche eigene. eben so. Gut. So, Oder jetzt will ich gibt noch mal sogar ganz zurück. Warte mal, Experimente, warte ne? mal, warte mal, warte mal. Jetzt, ich bleibe mal. Ich will nämlich noch mal zurück zu dir. Lukas, ganz vorhin hast du was Wichtiges gesagt. Diese Texte,
wo sich nicht nur die kalte Logik, sondern eben auch der Mensch als solcher zeigt. Erinnert mich stark an alte deutsche wissenschaftliche Texte vor 1900. Da wirst du sehen, wenn du die durchliest, ist genau das, und Deutsch war die Wissenschaftssprache global, ja, wirst du genau sehen, das ist für uns heute irritierend, wenn die forschen, und die haben viel geforscht, habe hier so eine Reihe nasauische Annalen, gehen die in der Gegend rum, gucken Hügelgräber an, schauen alte Burgen an, schauen Gesteinsschichten an, analysieren darum. Es ist immer der Mensch mit drin, mit seinem Empfinden, mit seinem Geist. Und uns wurde ja jetzt erzählt, das ist alles Schrott. Wir brauchen die kühle, neutrale, sachliche, reine Betrachtung, ohne jeden Geist oder Mensch darin. Alte deutsche Wissenschaft, das möchte ich dir nochmal jetzt auch nachtragen, so, ist im Gesamt, ist ganzheitlich, ja. Das wollte ich nochmal gesagt haben, ja. Ja. Habe ich es jetzt gerade kaputt gemacht oder was? Du wolltest was sagen vorhin. Nee, auch das hat sich eigentlich erledigt. Also zu diesen Affenbeispielen, also mit der Epigenetik und so Ah, weiter. Also da spannend. gibt es ja sogar Phänomene, dass bestimmte Bräuche, die einer Gruppe von Affen anerzogen wurde, glaube ich, dann sogar von Affen übernommen wurde, die auf ganz anderen Inseln gelebt haben und die gar keinen physischen Kontakt hatten zu diesen Affen, denen dieser Brauch beigebracht hat. Also da scheint auch geistig irgendwo was überzuschwappen. Also da gibt's, ich weiß jetzt Ja, leider nicht mehr genau, wie das doch, ja, ich Phänomen habe das heißt. Das Ding ist doch drauf. spannend, was du sagst, Lukas. Wenn das so ist, Das ist so. und jetzt komme ich auf die Frage von dir vorhin zurück, Frank, was haben wir dann für eine Aufgabe als Deutscher? Wenn wir im Wurzelwerk vieles abgespeichert haben, was wir jetzt bräuchten, Haben wir. und das ausleben, ja, da könnten wir jetzt auch überlegen, warum reist hier ein Toll hier durch die Gegend und hat da bestimmte Ambitionen. Wenn wir zu dieser Kraft kommen können, der ja rein theoretisch diese geistige Vernetzung nach draußen stattfinden. Weißt du, wie ich meine? Weiß ich noch nicht. Na, das, was der Lukas gerade gesagt hat, er hat Ja. gesagt, die Affen hatten die bestimmte Gebräuche und bestimmte Ach Vorgehensweisen so, und ja, ich dann, hab's. Ich glaube, ich hab's, ja. Ja. ja, und dann hat Dann sich macht das es zweimal wupp. gespreadet oder Ja. auf Das ist andere so. Orte auch. Das ist definitiv so. Der Rupert Sheldrake, der hat es vor x Jahren schon berichtet, dass vor dem Krieg mit Vögeln und Milchflaschen. Vögeln und Milchflaschen. Vor dem Krieg gab es da irgendwie Milchboten. Ich hoffe, ich krieg's halbwegs noch hin. Die haben die Milchflaschen mit einer Aluhaube oder sowas vor die Türen gestellt, und die Vögel lernten dann, die zu öffnen, um zu trinken. Und dann gab es das während des Krieges die ganze Zeit nicht mehr, und nach dem Krieg, die haben es automatisch wieder drauf gehabt. Obwohl kein Vogelelternpaar das wirklich seinen Kindern oder Eltern gelernt hat. Das war drin. Und von den Beispielen gibt es ganz viel. Nimm Jagdhunde. Ich habe immer wieder dieses altes Beispiel von mir, hat meine Schulfreundin mir erzählt, die Kinder, die aus der Schule kommen, ärgern immer ihren Hund, Jagdhund. Wie machen sie es? Also die gehen im Spätsommer, jetzt um die Zeit, gehen sie am Garten vorbei und nehmen einen gefallenen Apfel. Und der hüpft dann rum am Zaun, wo, 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 wo. Und dann nehmen sie einen gefallenen Apfel und tun den auf die Erde legen. Und was macht der Depp? Also, der fängt sofort an, so tschack, steht davor und starrt diesen Apfel dann an. Und das ist Jagdhundverhalten, was da drin ist. Ja? Klassisches Jagdhundverhalten, die Beute wird gestellt, und wenn sie sich zuckt, wird gefasst und wird das Genick gebrochen. Der Punkt, was das Ganze jetzt so interessant macht dabei, ist: Der Hund ist zwar von der Rasse her ein Jagdhund, hat aber nie eine Jagdhundeausbildung bekommen. Und da bist du wieder dran. Das haben die Eltern, die These könnte sein, die Eltern haben das mal gelernt, oder die Ureltern, Urgroßeltern, und der hat es im Blut. Ja? Ich So, und glaube, da wenn ist auch das viel könnte ja. Geheimnis drin, weswegen wir nichts über Rassen und sowas, ist ja gleich rechts. Ja. Und wenn dem so ist, ja, dass quantentechnisch wir ja alle vernetzt sind, dann Ja. könnte ja theoretisch auch der Satz stimmen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Da gibt es ja diesen geflügelten Ja, Satz. gibt es den Satz, natürlich. Also wenn wir eine bestimmte Fähigkeit haben, also für irgendwas ein Experte sind, wie so ein Organ in einem Gesamtsystem, ja? Exakt. Und das wird neu entfacht.
springt es auf den Organismus über. Und ich Und das glaube, ist das ist. meine Theorie, was hier gerade passiert. Der Lukas verkörpert es immer sehr schön für mich. Einfach diese Geistigkeit, die man auf die Welt bringen will. Der andere macht es über Kunst, der dritte macht es über Ingenieurswesen und wegen mir Flugzeug oder Motorenbau. Man hat den Kopf in den Wolken drin und man bringt die Sachen hier runter auf die. Ja, und das ist, glaube ich, was wir Deutschen geben können. Vor den Kriegen waren die Masse der Erfindungen waren deutsche Erfindungen. Und ich rede jetzt nicht im Nationalstolz. Ich rede forschend danach, was wir der Welt geben können. Das sind ständig mit unserem Kopf, jeder auf seine Art. Ja. Deswegen wollten sie ja auch vieles abgreifen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sage ich euch ja auch nichts Neues. Haben sie ja die ganzen Wissenschaftler und Leute abgegriffen und nach Was meinst du, was Soldaten. wir an Patentraub allein hatten Ja, zusammen? ja. Ah, wo Der ist mein Buch? einzige Gerechte, der war ja einer der wenigen, war ja der Heisenberg, glaube ich. Der hat dann gesagt, nee, ich bleib da. Die haben ja alle Angebote gekriegt, dass sie da auswandern. Das ist bis heute so. Ja, also ich war ja in Irland, ich habe es ja miterlebt. Da siehst du unsere besten Gene hier. Es ist auch da tatsächlich so, ne, zum Teil die Deutschen bekommen höhere Gehälter im Ausland als die Leute aus anderen Nationen und so weiter, ne? Also ja, einige Firmen bezahlen dann erstmal das Hotel, solange bis man eine Wohnung gefunden hat. Man muss nichts tun, die ja, ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ich weiß da auch nicht, inwieweit man sonst irgendwann Probleme bekommt, weil man da ja auch, ja. Gut, hier, ich hätte jetzt hier, glaube ich, habe ich tatsächlich das Ding von dem Sheldrake nochmal, aber das können die Leute auch im Grunde nachlesen dann. Ja. Wir haben ja Aber eh schon, wir haben was haben knapp wir denn anderthalb. schon? 1,5 Stunden, Ja, Frank. also, Mann, ey, so schnell. Vorhin hast du gesagt, eine kurze Dreiviertelstunde. Ja, dachte ich. Es ging ja immer so reihum. Ja, dann machen wir Schluss. Wir haben zwar jetzt nicht in dem Sinne jetzt ein Fazit oder so, aber wir haben halt mal so ein bisschen angestochen von ein paar Seiten, ja. Das Schauen wir mal. Fazit ist vielleicht eigentlich so ein wesentlicher Kern der deutschen Seele, des deutschen Geistes, wenn man so will, ist auch irgendwo so der Drang nach Freiheit. Ja, also gerade im Idealismus, wobei man auch sagen kann, darum geht es in der Philosophie letzten Endes ein Stück weit immer, ist halt eben durch diese Erkenntnisse letzten Endes den Menschen zu befreien. Ja, also ihn souverän zu machen durch die Verbindung zum Beispiel von Verstand und Gefühl. Also, weil ein souveräner Mensch braucht letzten Endes keinen mehr, der ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, also wer da diese Erkenntnis hat, wer da zu sich selber gefunden hat, wer da in sich ruht, braucht letzten Endes halt auch keine Bevormundung mehr. Ja, das Ja. da in Richtung Autonomie, aber das bin ich da auch nochmal bei diesem alten Satz, das Schöne, Gute, Wahre, ja, oder so ähnlich geht es doch. Wir haben Schönheitssinn und auch wenn er sich manchmal in Gartenzwergen so ein bisschen mutiert hat, aber das Schöne ist uns wichtig. Ich glaube, dass wir eine große Güte haben, sehr altruistisch, auch die Barmherzigkeit, ich verwende mal dieses alte Wort. Ja, was fehlt noch? Das Gute, das Schöne haben wir. Und ich glaube, dass Wahre. wir einen hohen Wahrheitssinn haben, einen hohen Schöne, gut, wahre. Gerechtigkeitssinn. Dem schönen, guten und wahren. Ich glaube, das war der Spruch, ja. Hat es nicht Also, der es Goethe? ist schon wieder spannend, was ihr da sagt. Weil, jetzt, guck mal, ich denke, wir waren bei der Epigenetik ja auch schon, haben wir sowas. Ich glaube, wir haben sowas wie ein Gruppenkarma. Ja? Nimm mal den Spruch: Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Ja? Die da vor uns gelebt haben, die haben das, was wir gerade Ja, durchmachen, jetzt das war er zu kennen die leidenschaftlich. alles. Ja, und, ah ja, guck mal, nimm unsere Nationalhymne. Woher kommt denn das? Einigkeit und Recht und Freiheit, diese ewige Sehnsucht danach. Ja, und guck, wo wir gelandet sind. In Zwiespalt, in Unrecht, in Unfreiheit. Versklavung und Knechtung war immer schon Thema. Nimm die Märsche zum Hambacher Schloss hoch, die jetzt auch wieder aufgekommen sind. Ja, das sind Themen, die wir als Kollektiv immer wieder bearbeiten, scheinbar immer wieder bearbeiten. Da sage ich am Samstag ein bisschen was zu. Genau. Ja. Schön. Ja, spannend, spannend. Ah ja, gut, ihr Lieben, wie du sagst, Susanne, 1,5 Stunden haben wir. Wolltest du noch irgendwas zum Ende hin sagen, Susanne? Nö, das war Das jetzt ist. mein Satz, den ich noch mit dem guten, schönen, was schon.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben da ziemlich dicht gesprochen, ne? Das ist ja, da geht ja fast kein Papier durch die Ritze, ja, von dem, was man gerade. Ja. Ich fand es gut. Ich fand es echt sehr dicht, sehr spannendes Gespräch gerade. Dann überleg mal spontan, ja. Also ich meine echt. Ich meine, du kamst um 5:42, hast gesagt, über was wollen wir überhaupt reden, ja? Naja, deutsche Seele wussten wir ja schon grob so ein bisschen. Ja, Und wir busy. haben ja alle schon Videos dazu gemacht, also kann man ja so ein bisschen im Fundus krabbeln, ne? Schon. Schon. Gut, machen wir Schluss, ha? Lukas, ja? Ja. Okay. Dann, ich freue mich auf euch. Übermorgen sehen wir uns ja schon. Und dann lassen wir die Räume mal glühen, ha? Genau. Das wird geil. Okay. Aber mir ist es ja noch gelungen, weißt du, ob ihr das mitbekommen habt, eine deutsche Sängerin zu ergattern, die deutsche Lieder im Spiegel der Zeit so ein paar ansingen wird. Da geht es wirklich auch mit Zara Leander und Für mich soll es rote Rosen regnen und sowas, wo man dann auch wirklich ins Fühlen abends reinkommt. Wirklich nochmal so als Abendveranstaltung, wo du ein bisschen, jetzt nicht nur Geist und Kopf und so, sondern wo du dann so ein bisschen runterkommst. Kannst du mal zuhören? Ich könnte mir vorstellen, die schlägt auf wie Zara Leander, aber keine Ahnung. Sie hat sowas gesagt, ja. Also, ich bin auch sehr gespannt, ja. Ich Gut. freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Dann bis übermorgen, ihr Lieben. Wir Bis sind dann. in Kontakt. Ich mach Schluss dann jetzt, ja?